Hallo, hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute wieder mal weitermachen. Das Wetter ist endlich ein bisschen schöner, wie man sehen kann. Perfekt zum Basteln bzw. zum Auseinandernehmen. Und ich habe beschlossen, ich mache jetzt ein bisschen im Innenraum weiter, denn wenn ich jetzt draußen zu viel mache, fängt es an, überall das Wasser hinzukommen, wo das Wasser nicht hinkommen soll. Das macht wenig Sinn, deswegen machen wir jetzt mal den Innenraum. Ich möchte mir das Radio schnappen, das Klima bedient hier, vielleicht so ein bisschen die Holzapplikationen. Mal gucken, ich hätte auch super gern die Lautsprecher draußen, die sind nämlich ziemlich viel wert und die würde ich auch aufheben wollen. Beim Radio bin ich noch ein bisschen am Überlegen, ob ich das aufhebe oder ob ich es hergebe. Mal schauen. Und auch das Klimabedienteil. Die sind auch recht rar, aber auch recht wertvoll. Normal sollte die nicht so schnell kaputt gehen, aber wenn sie kaputt gehen, dann muss man erstmal wieder irgendwo so ein Ding finden. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen am Überlegen. Ja, vielleicht dann auch so langsam mal so vielleicht den Beifahrersitz. Die Rückbank ist eigentlich ziemlich schnell draußen. Vielleicht die eine oder andere Türverkleidung, Teppich. Ja, mal gucken. So Spiegelelemente, vielleicht hier auch hier irgendwie mal sowas rausbauen hier. Irgendwie so, mal gucken, was wir halt so rauskriegen. Kofferraum, halt so, was man halt so innen rausmachen kann. Aber nur so viel, solange das Fahrzeug noch fahrbar ist. Denn ich muss ja auch den da rauskriegen. Und ja, genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Yeah! Radio mit Klimabedienteil halt draußen. Ja, wunderschön. Ist eigentlich total einfach. Es sind eigentlich nur die drei Schrauben hier. Einmal hier oben, die kann man rausmachen, wenn man die Blende hier weg hat. Und hier die zwei Schrauben unten. Dazu muss man hier die Holzapplikation wegmachen. Muss man ein bisschen aufpassen. Da sind die Kabel für das Stabilisationsprogramm. Und hier die Kabel für die Sitzheizung. Und natürlich auch Zigarettenanzünder mit Zigarettenanzünderlicht. Muss man ein bisschen aufpassen, auch beim Raushebeln, dass man das Holz nicht kaputt bricht. Dann sieht man mal, was da für ein Staub da drunter ist. Genau, das ist das Automatik-Wahlhebel. Ja, sieht dann nicht mehr so schön aus, wenn das weg ist. Und das ist eigentlich nur gesteckt. Das kann man einfach raushebeln, ein bisschen aufpassen beim Raushebeln. Haben wir hier die zwei Kabel für das Klimabedienteil und hier das Radiokabel mit Antennenkabel hier. Und ja, genau. Schauen wir uns mal was von der Nähe an. So, da haben wir einmal das Radio. Total cool von Bose. Schön sauber noch. Funktioniert auch einwandfrei. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich es aufhebe oder nicht. Müssen wir mal schauen. Also auf jeden Fall sieht das noch super aus. Noch nie draußen gewesen. Dann haben wir hier die Holzapplikation vom Wahlhebel. Boah.
Das macht nicht viel Sinn, das aufzuheben. Das kann man versuchen, irgendwie günstig zu verkaufen. Dann haben wir hier, das gehört eigentlich da rein. Das ist eigentlich so der Aschenbecher, den man rausholen kann. Hier ist der Zigarettenanzünder, der hier so reingehört. So, genau, das ist die Blende, die man als allererstes wegmachen muss. Die gehört hier oben so drauf. Das gehört im Prinzip eigentlich so ein bisschen zusammen. Und das ist die Seitenverkleidung vom Fußraum des Fahrers. Ja, genau. Dann haben wir die drei Sachen mal rausgeholt und dann machen wir doch mal gleich weiter.